Es freut mich, 200 Abonnenten begrüßen zu dürfen. Ganz genau 202. Dafür möchte ich heute am Anfang mich bedanken bei diesem Video, weil das jetzt innerhalb von nicht einmal 2 Monaten geschehen ist, dass nochmal 100 dazugekommen sind. Und deswegen habe ich auch den Termin vorgezogen. Normal gebe ich ja Donnerstag immer ein Video rauf. Heute schon Dienstag, weil ich mich eben heute schon bedanken möchte für die 202 Abonnenten, die ich jetzt bereits haben darf. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin meinen Kanal eben abonniert haltet und weiter zusieht, wie ich bemüht bin, als Laie meine Bahn zu bauen. Heute zeige ich euch in diesem Video dann einen Gleisplan und wie ich eben auch das Holz darunter eben eingefärbt habe, damit man eben das nicht so hell aussieht. Nochmals danke für eure Abos, die ihr da gelassen habt. Gerne könnt ihr mich eben auch bei Freunden eben bekannt machen und viel Freude weiterhin beim Schauen meiner Videos. Wie ihr sehen könnt, das ist mein Gleisplan. Grundlegend eben der Karlsberger Trassenbausatz und auf immer noch. Nur bei mir eben hier eine Abfahrt, eine Abzweigung, das jetzt als Absteigleister mal dient. Und auch dort könnt ihr schön sehen, vielleicht noch, dass es den Bahndamm gibt, der für später eben dann gedacht ist, dass man vielleicht eben diese Anlage erweitern kann. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe alles, was an Holz hell war, angemahlen. Und was sind meine Projekte? Hier kommt ein Berg mit einem Leuchtturm, eigentlich eine Klippe mit einem Leuchtturm. Mit einem Tunnel hier, wo der Tunnel aber einsehbar sein wird. Das heißt, ich werde so Fenstern einschneiden sozusagen. Hier wird es ein bisschen runtergehen. Es wird da zwar noch immer ein Tunnel sein, aber obendrauf möchte ich viktorianische Häuser bauen. Der Tunnel geht bis hierher. Und da haben wir das Viadukt, was wir eingebaut haben. Da kommt das Meer bis daher. Und hier kommt dann wieder ein Berg, wobei eben das auch aus dem Berg herauskommt, mit einem Wasserfall, dessen Strom dann Richtung Meer wieder geht, weil dort wird auch alles Meer. Das zeige ich jetzt. Hier wird dann eine Ebene sein mit, da weiß ich noch nicht, was ich da noch alles bauen werde. Auf jeden Fall wird hier auch eine Klippe sein und da möchte ich gerne Häuser, die an Klippen stehen, bauen und dort der Damm, wo auch ein Schiff dazu fahren könnte und hier kommt ein sozusagen ein Felsen heraus, so in Etretat in Frankreich an der Küste zum Ärmelkanal, in der Normandie ist das, wo eben so ein Felsen heraus, so wie ein Tor heraussteht. Das ist mein Plan. Und natürlich muss das alles noch geschottert werden. Ich werde auch eine Oberleitung machen, damit das auch recht original ausschaut. Und jetzt bin ich mir beim Überlegen, ob ich mit den Schottern weitermachen soll oder halt mit den Gleisen. Oder ob ich jetzt schon einmal anfangen soll, die Landschaft auszufüllen mit Hartschaum. Das wird dann eben einer meiner nächsten Schritte sein. Zumindest so schaut es dabei aus. Ich habe da Ocker mit Schwarz vermischt, habe da jetzt nicht so hart drauf geschaut, dass sich die Farbe gut vermischt hat, sondern
wie ihr sehen könnt, ist es ein bisschen einmal hell, einmal dunkel, so wie es die Erde wirklich ist. Was jetzt die Gleisanlage betrifft, bevor wir da eben das einschottern, habe ich jetzt ein Ocker und ein Schwarz genommen. Vermische das recht flüssig, wie ihr sehen könnt. Die Farbe, besonders die schwarze Farbe, ist ein bisschen alt, deswegen schaut das jetzt ein bisschen komisch aus. Und so haben wir so häufig so eine Erdfarbe. Und dann streichen wir mal das Ganze da mal ein, damit wir eine farbige Unterlage haben, bevor wir eben dann die Steine raufgeben, damit man, wenn dort, wo halt die Steine vielleicht nicht so schön bleiben, eben dann nicht unbedingt hell durchsieht. Und ja, das ist jetzt einmal, das muss jetzt einmal trocknen, das war meine heutige Aufarbeit. Und ja, ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei bei dem Projekt und schaut mit.